Ich glaube an Erweckung, weil ich an Gott glaube und weil ich seinem Wort glaube. Er hat nämlich gesagt, dass er seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden oder wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen oder wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Und ich, darum geht es auch heute Morgen, um Erweckung letztlich. Erweckung, die da geschieht, wo Gott sich nämlich zeigt. Mein Thema heute Morgen ist, der Heilige Geist führt uns in die ganze Wahrheit. Und das bedeutet, er schenkt uns ein Bewusstsein, wer Gott ist. Ein tiefgreifendes Bewusstsein, wer Gott ist. Ich möchte lesen aus Johannes Kapitel 16, die Verse 13 und 14. Da spricht Jesus schon ab Vers 1 vom Heiligen Geist, den er senden wird, wenn er weggegangen ist, wenn er zum Vater in den Himmel gegangen ist und dass er ihn sendet und wie gut das ist, dass er kommt. Und er sagt dann, es ist besser für euch, dass ich gehe, damit er kommt. Und wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, sagt er in Vers 13, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und Vers 15, alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Und Vers 26, Kapitel 15, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Der Geist der Wahrheit. Ich möchte beginnen mit der Frage oder mit ein paar Fragen an euch, die ihr jetzt nicht direkt mir beantworten sollt, sondern bewegt die mal. Was ist die höchste Priorität in deinem Leben? Sicher gibt es da große Unterschiede oder grundsätzliche Unterschiede zwischen Christen und Nichtchristen. Aber als Kind Gottes, was ist deine höchste Priorität? Da gibt es sicher bei jedem Einzelnen ganz unterschiedliche Schwerpunkte und die sind auch abhängig von den Lebensumständen, in denen wir gerade stehen. Ganz klar. Aber es stellt sich grundsätzlich die Frage, oder die möchte ich stellen, warum bist du überhaupt Christ geworden? Warum? Warum bist du heute hier im Gottesdienst? Was ist deine Erwartung? Was erwartest du von diesem Gottesdienst? Was ist schließlich die höchste Priorität? Das, wonach du begehrst, was du haben willst, was dich Tag und Nacht beseelt in deinem Leben als Christ. In 2. Mose Kapitel 33, Vers 2, da wird uns berichtet, dass Gott, wie Gott zu Mose spricht und sagt, Mose, nachdem das Volk das goldene Kalb angebetet hat und Mose dann für das Volk eingetreten ist, dass Gott es nicht völlig richtet und verdirbt und vernichtet, da sagt Gott zu Mose, ich will einen Engel vor dir hersenden und dich weiterziehen und hinaufziehen, nachdem Mose eingetreten ist. Und ich finde es interessant, wie Mose antwortet in dem gleichen Kapitel, Vers 15. Er sagt, schön Herr für den Engel. Danke, dass du ein Engel. Das hat er nicht so wörtlich gesagt. Aber ich will den Engel nicht. Ich will dich. Vielleicht trifft es auf dein Leben zu, dass du sagst, ach, ich hätte gerne einen Engel, der mir Kraft gibt. Und wir leben sowieso in einer Zeit, wo auch das
die christliche Lehre so mehr und mehr durchsetzt wird von der esoterischen Lehre, die uns überall von überall her hineinströmt. Oh, ich habe einen Engel dort gesehen und da gesehen. Ich finde es interessant, Mose sagt, ich will keinen Engel, Herr, ich will dich. Ich will dich, Herr. Wenn du nicht mit selbst, sagt er, wenn du nicht selbst mitgehst, dann geh nirgends hin mit uns. Dann wollen wir nicht hinaufziehen, wenn du nicht selber da bist. Und hier setzt er diesen Schwerpunkt. Ich will deine Gegenwart. Das war schon Betonung heute Morgen im Lobpreis, in der Anbetung. Ich will deine Gegenwart, Herr. Wenn du nicht selbst da bist, deine Hilfe reicht mir nicht. Darum geht es mir nicht um deine Hilfe. Es geht mir nicht, in anderen Worten, um deine Kraft, sondern es geht mir um dich. Ich will dich haben, Herr. In Lukas Kapitel 17, in den Versen 11 bis 19, wird uns eine Begebenheit geschildert. Und ich habe die neulich gelesen und das hat mich so sehr bewegt. Da werden 10 Aussätzige geheilt, gereinigt, geheilt. Sie begegnen Jesus, sie rufen und schreien um Erbarmen und Jesus antwortet darauf, er reagiert und sagt, geht hin, zeigt euch den Priestern. Sie gehen hin und zeigen sich den Priestern und während sie hingehen, merken sie, wir sind geheilt. Und dann kommt einer zurück. Einer sagt sich, ich ist toll, dass ich geheilt bin, aber ich will zu Jesus. Und dann kommt er zurück zu Jesus. Er preist Gott. Das heißt, er ehrte Gott und pries ihn laut. Und als er Jesus sieht, fällt er zu seinen Füßen, im Angesicht zu seinen Füßen und dankt ihm und preist ihn. Und hier ist was ganz Interessantes. Und Jesus sagt, es ist so schön, dass du gekommen bist. Aber wo sind nicht 10 geheilt worden? Waren das nicht 10? Wo sind denn die anderen 9? Und das zeigt mir, Jesus hat gewartet. Er sucht Beziehung. Hier waren 10 Menschen, die geheilt wurden, die haben seine Kraft gesucht, die haben sie auch erlebt. Aber diese Kraft hat sie nicht dahin geführt, dass sie in Beziehung mit Jesus getreten sind. Sie haben an sich, an ihr Leben hier und jetzt gedacht. Sie sind vielleicht sicher gleich zurück zu ihrer Familie und haben gesagt, guck mal, ich bin gesund, geheilt. Als Aussätziger waren sie ja getrennt, isoliert und endlich konnten sie. Und das Wichtigste war für sie, jetzt kann ich mein Leben endlich entfalten und leben. Aber hier ist nur einer von 10. Genau 10%. Er kommt zurück. Er geht nicht zuerst zur Familie. Er sagt, ich will zu Jesus. Deshalb habe ich gefragt, was ist Priorität in deinem Leben? Er sagt, ich will zu Jesus. Und Jesus hat offensichtlich dieses Verlangen. Er wartet, bis sie kommen. Er hat dieses Wunder getan, um ihnen zu helfen. Aber was er eigentlich will, wo er nach sich sehnt, dass Menschen in Beziehung treten mit ihm. Ganz nah zu ihm kommen und sagen, ich will bei dir bleiben. Ein anderes Beispiel. Jesus heilt, rettet, befreit einen Gadarener, dieser Mann, der völlig von Dämonen besessen war, dass er sich selber zerschunden hat, so beschreibt es die Bibel. Und dieser Mann wird befreit, mächtig. Jesus zeigt seine Macht, die Dämonen betteln und sie dürfen dann in die Schweine fahren und die stürzen sich in den See und ertrinken. Und die Menschen dieser Gegend erfahren das, bekommen das mit und sehen ihn dann, wie er angezogen ist, anständig gekleidet, völlig wiederhergestellt. Aber was machen sie? Sie bitten Jesus, geh weg aus unserer Gegend. Das heißt zwar, sie hatten Furcht, aber das war nicht ein Grund, dass er weggehen soll. Bitte geh weg aus dieser Gegend. Aber dieser Mann, der befreit wurde, er läuft Jesus nach und will mit Jesus ins Boot und sagt, lass mich doch bei dir bleiben. Es ging ihm darum, ich will bei Jesus bleiben. Ich will ganz nah bei ihm sein. Er suchte seine Gegenwart. Es sind wenige Menschen in der Bibel, zur Zeit Jesus schon, die seine Gegenwart gesucht haben.
Es gab viele große Massen, die seine Kraft gesucht haben und sogar erlebt haben. Aber es hat nicht immer dazu geführt, dass sie seine Gegenwart gesucht haben. Die Kraft Gottes empfangen wir. Bist du krank? Die Bibel sagt, wir sollen die Hände auflegen und dann empfängst du die Kraft Gottes, die dich heilt oder die dich innerlich stärkt oder was auch immer. Aber Gottes Gegenwart, die muss gesucht werden. Und deshalb meine Frage, warum bist du hier? Warum bin ich hier heute Morgen? Weil ich Ausschau halte. Ich halte Ausschau und sage, Heiliger Geist, wo bist du? Zeig dich mir. Ich will deine Stimme hören. Ich sehne mich so, deine Wahrheit zu erkennen. Wo bist du im Lobpreis? Wo bist du im Lobpreis? Nicht, wo bin ich im Lobpreis und der Anbetung, sondern wo bist du, Heiliger Geist, im Lobpreis? Es gibt so viele Lobpreis- und Anbetungslieder, da geht es nur um mich, meiner, mir. Ich fühle mich gerade so und dies und es tut unserer Seele gut. Aber das hat nichts mit wirklich wahrer, dazu komme ich nachher noch, wahrer Anbetung zu tun. Wo bist du, Heiliger Geist? Wo bist du? Wo finde ich dich, wenn angebetet wird? Ich will ganz nah zu dir. David erinnert Gott daran und sagt, Herr, du hast gesagt, suchet mein Angesicht. Suchet mein, da wird es noch intimer, nämlich ich will dir in die Augen schauen. Mir geht es nicht nur darum, dass du hier im Raum bist, irgendwo da in der Ecke oder so, sondern ich will dir in die Augen schauen. Und Gott sagt, suchet mein Angesicht, ich möchte das schenken. Such doch mein Angesicht. David erinnert sich daran und sagt dann, reagiert direkt und sagt, Herr, dein Angesicht suche ich, dich allein suche ich. In meinem Leben geht es darum, dass ich mit dir Gemeinschaft habe, dich allein suche ich. Und der Heilige Geist, das sagt Jesus, es ist gut, dass er kommt, es ist wichtig, es ist unabdinglich, dass er kommt. Der Heilige Geist wird genannt von Jesus, bezeichnet und mit diesem Beschreibung beschrieben, er ist der Geist der Wahrheit. Und er wird euch in die ganze Wahrheit führen und leiten. Er ist der Geist der Wahrheit. Und dieser Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, er tut ein Werk in uns. Es ist interessant, ich hab mich gefragt, ist mir noch nie so aufgefallen. Jesus spricht vom Heiligen Geist, er sagt, wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Und dann sagt er weiter, er ist der Geist der Wahrheit, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten, er wird von mir nehmen und euch geben und von mir verkündigen, er wird mich, nämlich Jesus, verherrlichen. Und wisst ihr, was mich erstaunt hat? Ich habe es nicht vermisst, aber mich hat es erstaunt. Und ich habe gedacht, hier steht gar nichts drin, dass wenn er kommt, dass er große Zeichen und Wunder wirkt und Machttaten tut. Im Sichtbaren. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht geschieht und Gott es nicht tun will. Versteht mich nicht falsch. Aber die Priorität des Heiligen Geistes ist eine ganz viel tiefere, wichtigere, fantastischere. Es geht nämlich hier, wenn Jesus spricht von dem Geist der Wahrheit, um etwas, was wir so nötig brauchen, was die Welt braucht, was Erweckung überhaupt erst, woraus Erweckung entsteht. Nämlich, dass Menschen Gott ein Bewusstsein bekommen, wer ist der lebendige Gott? Und er ist mehr, weit, weit mehr als so ein kleines materielles Wunder. Viel, viel, viel mehr. Philippus fragt Jesus in Johannes 14, wird uns berichtet, er sagt, Jesus, zeig uns doch den Vater, nachdem Jesus ihnen vom Vater erzählt, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt,
ist ungeduldig und sagt, so lange bin ich bei euch. Und ihr habt noch nicht erkannt, wer der Vater ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Aber sie haben ihn nicht gekannt. Jesus macht es deutlich, ich bin gekommen, um euch den Vater zu zeigen, wie er ist. Aber sie konnten ihn nicht sehen. Und deshalb sagt Jesus, es ist wichtig, es ist besser, dass ich weggehe. Der Geist der Wahrheit wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, er alleine schafft in uns ein Bewusstsein über Gottes Wesen und seine Gegenwart. Er allein. Jesus bereitet den Weg vor für ihn, dass er kommen kann. Und es ist sein Werk. Und deshalb wird er benannt als Geist der Wahrheit. Und dieser Wahrheitsbegriff, da möchte ich jetzt gerade als nächstes eingehen, ist ein ganz anderer, als wir die Vorstellung haben, wovon Jesus hier redet. Der Wahrheitsbegriff im Griechischen, in der griechischen Zeit schon, dieses Wort an sich, es wird gebildet aus einem anderen Wort, das ursprünglich bedeutet Unverborgenheit. Da ist etwas verborgen und Wahrheit bewirkt, dass es unverborgen ist. Aber eigentlich ist es verborgen. Nicht für jeden zugänglich. Und dieser Begriff wird im Griechischen mit diesen Verben der Wahrnehmung verbunden. Eigentlich unsere fünf Sinne, nämlich sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen. Aber die griechischen Philosophen und Gelehrten, sie beziehen diesen Begriff auf eine unverborgene Wirklichkeit, die zeitlos und unvergänglich ist. Das bedeutet für sie Wahrheit. Oder das bedeutet der Begriff in seiner ursprünglichen Form. Dinge, die verborgen sind, aber die wirklich sind, die echt sind, die es gibt, die zeitlos sind und unvergänglich, das heißt ewig sind, aber die es tatsächlich gibt, sie sind vorhanden und haben Gültigkeit. Im Neuen Testament und besonders im Johannesevangelium bedeutet dieser Wahrheitsbegriff die Erschließung der göttlichen Wirklichkeit. Es geht nicht darum, wie wir das in unserer Gesellschaft und gerade im Abendland die Vorstellung ist von Wahrheit. Nämlich der Sachverhalt, den ich schildere, ist wahr. Eine Sachwahrheit. Die Sache ist echt. Das Gold, das ich dir verkaufe, ist echt. Es ist nicht vermischt mit irgendetwas anderem. Es ist wahr, es ist echtes Gold. Aber das bedeutet nicht das Wort in diesem Zusammenhang, wie es die Bibel benutzt. Oder eine Satzwahrheit, eine sogenannte Satzwahrheit. Den Satz oder die Aussage, die ich treffe, ist wahr. Der Sachverhalt, den ich ausdrücke, ist nachprüfbar, beweisbar. Das ist so gewesen, wenn ein Zeuge vor Gericht aussagt. Es ist nachprüfbar, beweisbar. Es hat sich genau so verhalten. So verstehen wir in unserer Kultur Wahrheit. Das ist wahr. Aber diese Bedeutung hat den Charakter von Richtigkeit. Es ist richtig, was ich sage. Natürlich ist richtig, was Gottes Wort sagt. Es ist in dem Sinn wahr, gar keine Frage. Es ist auch wahrhaftig und Gott ist wahrhaftig. Das sind alles Bedeutungsvarianten von Wahrheit, Wahrhaftigkeit, authentisch sein. Aber die Wahrheit, von der Gott hier spricht oder wie Gott es gebraucht und worum es geht, ist dieses Ewige, was eigentlich verborgen ist, was zeitlos ist, was existiert, nämlich
in Bezug auf sein Wesen. Und diese Wahrheit, ein gutes Beispiel dafür ist, im Hebräerbrief wird im Kapitel 8, Vers 2, sagt der Hebräerbrief, das wahre Zelt. Es gab ein Zelt, das Mose gebaut hat, aufrichten sollte in der Wüste, das Zelt der Begegnung. Und Hebräer sagt aber, das wahre Zelt, das war im Himmel. Oder das hat er im Himmel gesehen. Kapitel 9, Vers 24, da sagt, wird Ähnliches gesagt, das irdische mit Händen gemachte Heiligtum als Nachbildung des wahren Heiligtums, das sich im Himmel befindet. Das wahre Heiligtum ist von ganz anderer Qualität, von ganz anderer Dimension. Wir haben keine Vorstellung. Das, was sich im Tempel da sichtbar wird in dieser Nachbildung, ist nur Symbolik. Da ist nicht das Leben drin, des Himmels drin. Und die Bibel sagt uns hier, das Wahre befindet sich im Himmel. Es geht nicht darum, ob das gelogen ist oder nicht gelogen ist, sondern es geht um diese Existenz von etwas, und nicht nur von etwas, sondern von dem ewigen Gott, von seinem Wesen. Und das ist die Aufgabe und das Vorrecht und das Verlangen vom Heiligen Geist. Er wird uns in die ganze Wahrheit führen. Er wird ein Bewusstsein in unserem Leben schaffen, wer Gott ist. Du kannst in der Bibel lesen und da siehst du, wie Gott ist. Du kannst es im Verstand, und es ist richtig und gut, das im Verstand dann durchzudenken und zu verarbeiten, wie Jesus ist, was er alles getan hat. Aber da gibt es eine Dimension, die übersteigt das bei weitem. Die ist unvorstellbar. Wenn nämlich der Heilige Geist kommt und dir bewusst macht, was das wirklich bedeutet. Du liest davon, wie heilig Gott ist. Wir lesen das von Anfang bis Ende der Bibel, wie heilig er ist. Ohne Sünde, und wir können uns das vorstellen und alles, aber wirklich, wirklich ein Affekt in unserem Herzen, dass du anfängst zu weinen und Ehrfurcht bekommst, vielleicht im Ansatz. Aber wenn der Heilige Geist kommt, der Geist der Wahrheit, und dir das bewusst macht, so wie einem Jesaja, der sagt, ich sehe den Herrn, sein Thron ist so erhaben und sein Saum erfüllt den Tempel. Und das sind Engel ringsum diesen Thron. Und die bedecken ihr Angesicht mit dem einen ihrer Flügel, weil sie die Heiligkeit Gottes nicht ertragen können. Und mit dem anderen Flügel fliegen sie. Und sie singen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig bist du. Und Jesaja, er verliert alle seine körperliche, natürliche Kraft und fällt zu Boden und sagt, ich vergehe in dieser Heiligkeit. Er hat schon prophetisch geredet davor. Er sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Ich kann das nicht ertragen. Ich bin so verloren in dieser Heiligkeit. Und er lebt dann Rettung. Und aus dieser offenbarten Wahrheit wird ein Mensch, der anbetet in Geist und in Wahrheit. Er hat ein Bewusstsein bekommen, wer Gott ist. Nur eine Facette von Gott, nämlich seine Heiligkeit. Und das ist interessant, wenn du Erweckungsbewegungen, die Geschichten liest, von wirklichen Erweckungen, die die Gesellschaft durchdrungen haben. Ohne dass da Menschen gesagt haben, wir wollen jetzt mal in die Politik gehen und wir wollen uns alles überall uns platzieren, damit wir da was verändern. Sondern schlagartig sich die Gesellschaft verändert hat. Warum? Weil ausgehend von der Gemeinde, in der hat der Heilige Geist angefangen, Menschen seinen Kindern bewusst zu machen, wer Gott ist.
Und es hat sich ausgebreitet auf die ganze Gesellschaft. In Wales war das so. Da gab es innerhalb 2 Jahre hatten die Polizisten tatsächlich keine Arbeit mehr. An den Gerichten saßen die Richter demonstrativ mit weißen Kleidern, weil sie gesagt haben, wir haben keine Fälle mehr zu bearbeiten. Das ist Erweckung. Weil da ein Bewusstsein in der Gesellschaft stattgefunden hat, wer Gott ist, und eine Furcht vor Gott. Die Kneipen waren leer, es gab keinen Alkohol, sie haben keinen mehr verkaufen können. Die Familien, die Ehefrauen waren so glücklich, dass die Männer endlich das Geld nach Hause brachten und nicht in die Kneipe trugen, und die Kinder konnten endlich zu essen bekommen. Niemand hat das irgendwie ihnen sagen müssen, weil der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, Gott offenbart hat in ihrem Leben und inmitten der Gesellschaft, wer Gott ist. Und Gott sucht solche Menschen als seine Anbeter. Jesus spricht darüber im Johannes 4, Vers 23. Und Jesus spricht da von wahren Anbeter. Der Vater sucht wahre Anbeter. Und ich habe schon so viele Auslegungen darüber gehört. Ja, wahre Anbeter, dass du authentisch bist, dass dein Leben übereinstimmt mit dem, was du da auch singst. Das trifft es alles nicht, um was es geht. Es geht im Grunde genau darum, was der Heilige Geist wirkt, nämlich der Geist der Wahrheit. Wahre Anbetung beruht darauf, Gott sehnt sich nach Anbetern, sagt Jesus, die im Geist und in der Wahrheit ihn anbeten. In Johannes 3, 6, Vers 8, da spricht Jesus von geistlichem und von fleischlichen Dingen. Und er sagt, alles, was aus dem Fleisch geboren ist, ist wiederum Fleisch. Mit anderen Worten, alles, was aus dem natürlichen Menschen geboren ist und hervorkommt, ist wieder vergänglich und ist eine Frucht halt des natürlichen Menschen. Aber was aus dem Geist geboren ist, nur das ist geistlich. Wenn ich im Geist Gott anbete, dann brauche ich den Heiligen Geist, der mir Offenbarung schenkt. Aus ihm heraus ist es geboren, die Anbetung. Und dann bete ich nicht nur an, weil ich jetzt gerade Lust habe und weil mir es gut geht und weil das Lied halt so schön ist und aus welchen Gründen auch immer, oder weil ich die Musik mache und das Ganze, sondern ich bete an, weil der Heilige Geist in mir mich drängt, Gott anzubeten. Meine Anbetung ist bestimmt vom Heiligen Geist, nicht von meinen Gefühlen, nicht von meinen Umständen, nicht von meinen Wünschen. Sie ist bestimmt vom Heiligen Geist. Wer aus dieser Motivation Gott anbetet, nämlich bestimmt vom Heiligen Geist. Und sie ist auch während ich anbete bestimmt vom Heiligen Geist. Da geht es nicht darum, dass die Melodie gerade schön ist und das Lied modern ist. Das ist eigentlich egal, welches Lied, ob das ein altes, altmodisches Lied ist. Es geht um die Worte, um den Inhalt, beziehungsweise es geht darum, was dem Heiligen Geist gefällt und auf dem Herzen liegt. Und der Heilige Geist will immer Jesus verherrlichen. Er will immer, das sagt Jesus hier, er wird mich verherrlichen. Und verherrlichen bedeutet mehr als nur Worte, die du sagst, Herr, ich preise dich, du bist herrlich, du bist wunderbar, ich bestaune dich. Das sind Worte, die ich zum Ausdruck bringe. Aber Verherrlichung von diesem Begriff her bedeutet mehr, nämlich die Herrlichkeit, die Jesus ausmacht, die wird offenbar. Du betest an und du siehst, und du nimmst wahr in deinem Geist, wie herrlich Jesus ist. Und dann wird deine Anbetung eine Anbetung, die dich völlig und ganz ergreift.
Und deine ganze Konzentration ist darauf gerichtet. Und die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Jesu Christi macht der Heilige Geist offenbar. Der Geist der Wahrheit. Er sucht Menschen, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Bestimmt, und das ist so wichtig, so zentral, bestimmt die Anbetung der wahren Anbeter. Ich finde das interessant, dass Jesus greift, macht diese Aussage. Ich habe sie nirgends vorher gelesen. Er sagt, es gibt wahre Anbeter. Und die wahren Anbeter beten in Wahrheit an. Nicht, weil sie ein authentisches Leben leben, das gehört alles mit dazu, gar keine Frage, aber das ist nicht im Zentrum. Sondern, weil ihre Anbetung bestimmt ist, dass Gottes Wesen von der Offenbarung des Wesens Gottes. Und wenn deine Anbetung bestimmt ist von der Offenbarung, wie Gott ist, dann kann ich dir sagen, da wirst du niemals auf den Gedanken kommen, davon zu singen, wie es dir gerade geht. Sie ist bestimmt von der Wahrheit, nämlich wie Gott ist, wie heilig er ist, von seiner Heiligkeit, von seiner Gerechtigkeit, von seiner Güte, von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Geduld, von seiner Langmut, von seiner Freundlichkeit. Und zwar nicht diese Begriffe, dass du dann während der Anbetung nachdenkst und dir überlegst, oh, was fällt alles unter Güte und was fällt alles unter Freude, sondern das überfällt dich. Diese Wahrheit überfällt dich und du kannst nur noch staunen. Und ich rede nicht von Dingen, dass du sagst, ja, okay, schöne Theorie, die du jetzt sagst. Lies es mal nach von Erweckungsbewegungen. In Wales heißt es, das gibt es eine schöne Geschichte in der Erweckung in Wales. Da war ein Lehrer und der ging in Gottesdienst abends. Und dann, als der Gottesdienst vorbei war, er war früher vorbei als üblich, irgendwann nach 10 Uhr ging er nach Hause. Und dann war er auf der Straße und er war so überwältigt, war das erste Mal im Gottesdienst. Kein gläubiger Mensch, kein Bezug zu Jesus. Und er war so überwältigt von der Herrlichkeit Gottes, dass er auf der Straße auf die Knie ging und anfing, Gott zu preisen. Seine Hände erhoben, er war wie in einer anderen Welt. Und dann kam die Schwiegermutter dieses Mannes, kam aus einem anderen Dorf gelaufen und die hat jemand singen hören. Und sie hat dann gesagt, geh mal hin zu einer Freundin, ihr habt den Küster in der Kirche eingeschlossen, der singt da als. Sie konnte es nicht definieren, wo das genau hinkommt. Und dann kam sie, als sie über den Berg rüberkam, hat sie gesehen, da kamen Leute aus der anliegenden Kneipe heraus mit ihren Biergläsern. Und sie haben gesagt, guck mal diesen Lehrer an, der ist verrückt geworden. Jetzt ist er, der ist durchgedreht. Aber diese Leute, die aus der Kneipe kamen, haben sich mit ihren Biergläsern neben ihn gekniet. Und als sie sich hingekniet haben, haben sie angefangen, Gott zu preisen. Und haben gefleht dann um Vergebung ihrer Sünden. Haben gesagt, wir vergehen, Herr, vergib uns unsere Sünden. Niemand hat ihnen überhaupt gepredigt. Ein Bewusstsein, wer Gott ist. Und der Heilige Geist, davon redet Jesus hier, wenn er sagt, der Heilige Geist, er muss kommen. Und er ist der Geist der Wahrheit. Und er wird euch, er sagt, ihr könnt es gar nicht ertragen, alles, was es da noch gibt. Aber wenn der Heilige Geist kommt, der Geist der Wahrheit, er wird euch in die ganze Wahrheit führen und in die ganze Wahrheit leiten. Nämlich in die Wirklichkeit des Wesens Gottes. Von Anbetung, die im Geist und in Wahrheit geschieht, gibt es schöne Beispiele in der Offenbarung, im Buch der Offenbarung. Lies mal Offenbarung 4, Offenbarung 5. Johannes wird dieser Blick in den Himmel gewährt und er ist überwältigt, er selber ist überwältigt, was im Himmel geschieht. Menschen, die Tag und Nacht singen, heilig, heilig, heilig.
Ihre ganze Konzentration, ihre ganze Aufmerksamkeit, ihr ganzes Sein ist ausgerichtet auf Jesus und das Lamm. Und denen wird nicht langweilig dabei. Wenn Gottes Herrlichkeit offenbar wird, dann kannst du das Gleiche tun. Die können Tag und Nacht heilig, heilig, heilig singen. Und die werden nicht müde. Und das ist auch nicht langweilig für die, was wir uns nicht vorstellen können, weil wir keine Ahnung haben. Die Jünger waren mit Jesus auf dem Berg der Verklärung und sie haben auch so einen Moment gehabt. Ein Moment, wo die Herrlichkeit Gottes offenbar geworden ist. Und sie haben alles vergessen, sie haben gesagt, ihre Familien vergessen. Sie haben gesagt, Jesus, wir bauen 3 Hütten, wir bleiben hier. Die haben nicht gesagt, oh, hier können wir gar nichts tun, wir können gar nicht kreativ sein. Das wird uns ja wahnsinnig langweilig. Wir können nicht so lange hier bleiben. Nein, die haben gesagt, wir bleiben hier. Die haben alles andere vergessen. Nachdem sie geschmeckt haben, was es bedeutet, wenn Gottes Gegenwart offenbar wird, seine Herrlichkeit sich zeigt. Und das macht nur der Heilige Geist. Er ist der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führt und lenkt und leitet. In die ganze Wahrheit. Gott sehnt sich danach. Ich habe das eingangs geschildert. Jesus hat gewartet und hat gesagt, wo sind die anderen 9? Ich will diese Gemeinschaft. Er zieht Menschen zu sich. Sein Ziehen ist so mächtig. Er ist gekommen und Mensch geworden, weil er Gemeinschaft mit dir und mir haben will. Und nicht so auf Distanz und nicht nur ab und zu mal, sondern alle Zeit. Die Kraft Gottes, ich habe es gesagt, die kannst du empfangen. Und dann kannst du gehen und du kannst sie auch wieder empfangen. Gott in seiner Gnade beschenkt dich vielleicht 10, 20 Mal und du gehst wieder. Aber das wird dich niemals glücklich machen. Sondern das Glück eines Gotteskindes besteht darin. Nämlich ganz nah bei Jesus zu sein, mit ihm zu leben. Und er sehnt sich danach. Das ist sein Verlangen. Und der Heilige Geist ist gekommen. Er ist der Stellvertreter Jesu hier auf Erden. Nicht der Papst, sondern der Heilige Geist. Und wenn du Gott suchst und wenn du Jesus suchst, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um euch den Vater zu zeigen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und der Heilige Geist ist gekommen, um uns zu zeigen, wer Jesus ist. Und darin sehen wir den Vater. Und in der Beziehung, in der Begegnung, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist offenbart er uns die Wahrheit. Es ist nicht eine Sache, wo du so einen Download kriegst. Oh, jetzt habe ich die Wahrheit. Kenne die Bibel auswendig, weiß alles, habe einen Download, wer Gott ist. Gott ist so unvorstellbar herrlich. Wir brauchen die ganze Ewigkeit und wir wissen nicht, wie herrlich er ist. Und nur der Heilige Geist kann dir das zeigen und dich mit hineinnehmen. Deshalb sagt Paulus im 2. Korinther 13,13, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, mit jedem Einzelnen. Und das ist nicht nur eine Sache, die heute Morgen hier stattfindet oder im Gottesdienst oder dann, wenn du gerade in die betest oder in die Gebetsstunde gehst, sondern diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, wo er das Wesen Gottes, ein Bewusstsein, wer Gott ist, in deinem Leben bewirkt, ist eine Sache, die 24 Stunden dauert. Ob du im Auto sitzt, ob du unter der Dusche bist, ob du einkaufen gehst, ganz gleich, wo du gerade bist. Ein Bewusstsein, Gott ist hier. Die Wolke seiner Herrlichkeit, diese Schekina Gottes, die auf deinem Leben ist. Und die empfängst du nicht. Ich finde das interessant. Wir wollen ja immer gern alles empfangen. Gott beschenkt mich. Toll, dass er das macht. Aber seine Gegenwart, Gott ist eine Person, die schenkt er dir auch, aber du musst hingehen
Und zwar immer wieder. Ich kann nur Gemeinschaft mit einer Person haben, wenn ich auch da bin. Die wird gesucht. Und es ist nicht ein Suchen, das Gott, wo Gott offen lässt und sagt, oh, ich verstecke mich. Es ist kein Versteckspiel. Sondern dieser Begriff bedeutet Gott aufsuchen. Deshalb habe ich gesagt, warum bist du heute Morgen hier? Ich suche Gott auf. Ich weiß, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist besonders Gottes Gegenwart in der Mitte. Und deshalb komme ich dahin. Ich weiß, es gefällt ihm, wenn Menschen sich einen und sich um Jesus scharen. Und da ist er in besonderer Kraft gegenwärtig. Und es geht mir nicht um die Kraft, sondern es geht mir um ihn. Jesus, es geht um dich. Kannst du das sagen in deinem Herzen? Sagst, Jesus, es geht um dich in meinem Leben. Ich will dich haben, Herr. Ich will dich kennenlernen. Weißt du, mein Gebet ist es, ich bin schon lange gläubig und sogar lange im Dienst. Aber mein Gebet ist es immer stärker. Ich bete, Heiliger Geist, ich will dich kennenlernen. Ich will dich kennen. Wenn ich nämlich den Heiligen Geist kenne, dann kenne ich Jesus und dann kenne ich den Vater. Ich will dich kennenlernen, Heiliger Geist. Und er ist die Person, die hier ist. Der Heilige Geist ist hier auf dieser Erde. Und erst besonders zeigt er sich und lagert sich und breitet sich aus, wo Menschen ihn suchen und sagen, hier ist mein Herz. Wo Menschen sich ihm fügen und ihm ergeben und sagen, Heiliger Geist, ich liefere dir alles aus. Wo Menschen es wertschätzen, seine Person, seine Persönlichkeit, sein Werk, das, was er tut, was ihm gefällt. Und er ist hier heute Morgen, ich kann so stark seine Salbung spüren, seine Gegenwart wahrnehmen. Er ist hier. Aber er will sich noch viel mehr zeigen. Wenn er sich völlig zeigt, ich bin überzeugt davon, dann liegen wir alle auf dem Boden. In Offenbarung Kapitel 5 da heißt es ab Vers 6 und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für uns für Gott erkauft, mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Die sprachen mit lauter Stimme würdig, ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist wahre Anbetung, bestimmt von der Offenbarung des Wesens Gottes. Gott möchte unter seinem Volk, das ist Erweckung. Und er schenkt Erweckung. Ich glaube an Erweckung. Er will unter seinem Volk, zuerst unter seinem Volk, seinen Kindern, ein Bewusstsein schaffen, wer er ist.
was es bedeutet, dass er heilig ist. Was es bedeutet, dass er absolut gerecht ist. Er schenkt dieses Bewusstsein durch seinen Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, es ist der Geist der Wahrheit. Und er ist hier heute Morgen. Und ich möchte euch einladen und ermutigen, euer Herz zu öffnen, wenn du sagst, ich begehre Gottes Gegenwart mehr. Mir geht es nicht um seine Kraft. Das ist ein Nebenprodukt seiner Gegenwart. Mir geht es um seine Person. Jesus, ich will nicht deinen Engel. Ich will dich. Heiliger Geist, ich will nicht einen Engel. Die gab es vermehrt im Alten Bund. Im Neuen Testament ist der Heilige Geist da, wo Gottes Wort sagt, hab doch Gemeinschaft. Genieß doch die Gemeinschaft. Leb doch mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Herr über alle Engel. Sie müssen ihm alle dienen. Und was für ein Vorrecht. Ich kann Gemeinschaft haben mit dieser herrlichen Person, mit dem Heiligen Geist. Warum soll ich nach Engel Ausschau halten? Wenn Gott sie einsetzen will, soll er tun, aber ich möchte. Und der Heilige Geist möchte das. Der Heilige Geist möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich bete, Heiliger Geist, um dein Werk. Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit, der uns in die ganze Wahrheit leitet. Du bist es, der uns Offenbarung schenkt über uns, seinen herrlichen, den wundervollsten Gott, den alleinigen Gott. Und wir beten, dass du dich jetzt gerade, Herr, noch mehr, noch mächtiger, noch dichter lagerst in unserer Mitte. Ich bete, Herr, dass du jedes hungrige, jedes durstige Herz jetzt stillst, jeden durstigen Geist erfüllst, ganz neu, Herr, unseren Geist in uns erfüllst und uns beschenkst. Wenn das deine Priorität ist heute Morgen, dass du sagst, ich möchte den Heiligen Geist kennenlernen. Ich möchte dieses Werk in mir, dass es in mir geschieht. Ich möchte, Heiliger Geist, leite mich in die ganze Wahrheit. Mach mich zu einem wahren Anbeter, der im Geist und in der Wahrheit anbetet. Dann sag es ihm doch, da wo du sitzt. Unser Heiliger Geist kommt zu mir. Dien mir jetzt gerade. Heiliger Geist, wir öffnen uns für dich. Halleluja. Halleluja. Können wir singen miteinander? Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und fülle mich. Der Heilige Geist ist hier und er möchte dich durchdringen, durchdränken. Und er sucht Menschen. Er hält Ausschau nach Menschen, die ihn begehren, die nichts mehr wünschen, nichts mehr begehren als seine Gegenwart in deinem Leben. Komm, Heiliger Geist, komm.